Hallöchen. So, willkommen zu Stromis Stromgebastel. Und zwar brauche ich daraus die Akkus. Und daraus die Akkus. Warum aus diesen beiden? Weil die 3,7 Volt haben. Ich habe hier noch einen anderen. Ups. Die haben 3,6 Volt. Wäre aber so, wie er jetzt hier ist, eigentlich schon perfekt. Ich habe auch mal gegoogelt nach den Zellen, die da drin sitzen. Die gibt es mit 3,7 und mit 3,6 Volt. Nun bin ich mir nicht sicher. Ich lasse die mal so, wie sie sind. Dann nutze ich den für was anderes. Weil ich habe hier ein... ob man sehen kann... So ein BMS-Gedönse-Dings. Made in China, wie auch immer. 4S PCB Protector Board. Jetzt steht hier 4S. Haben die das schon auf 4S umgelötet? Sonst muss ich das auch noch machen. Ich habe nämlich was ganz Spezielles vor. Ich glaube, die haben das schon umgelötet. Ja, 4S, 0 Ohm. Muss ich noch mal gucken, gab es bei Amazon für einen 10er. Da waren auch die Anleitungen mit bei, die muss ich mir sowieso raussuchen. Aber hier muss ich hier irgendwie umlöten, damit ich dann auf 4S komme. Normalerweise ist das, oder ist, man kann es nutzen für 3S, 4S oder 5S. Also 3 Zellen, 4 Zellen oder 5 Zellen. Mit Balancing, Protektor, bla bla bla. Und zwar habe ich vor, ich habe mir schon was gedruckt. Es ist eine Box. Da sollen die rein. Die Box ist eigentlich wäre mein Akku in der Simson. Da kommt jetzt aber Lithium-Ionen rein. Ich habe da schon da Laden, da ist dann Load mit zweimal. Hier kann man schon sehen, Bremslicht und Blinker. Die sollen da rein mit dem Board. Und rein sollen da auch, ich habe es schon ausgepackt, von den Dingen. Ist hier ein Step up ist hoch, Step down ist runter. Wollen wir mal überlegen. 8 bis 36 Volt rein und 1,2 bis 36 oder 34 Volt wieder raus. 5 Ampere mit Strom- und Spannungsbegrenzung. Also ich kann die Spannung einstellen und den Strom einstellen, der hier rauskommt, maximal. Gab 5 Stück auch für einen 10er. Verlinke ich alles unten in der Videobeschreibung. So. Die sollen da kommen, nämlich 2 rein. Weil das wird nachher 16,8 Volt haben im Maximum. Das ist zu viel. 13, und ein bisschen fürs Bremslicht und die Blinker, die könnte ich eigentlich direkt, aber die werde ich auch ein bisschen begrenzen in der Spannung. Und den kann ich auch mal extern benutzen für meine CB-Funke oder irgendwas. Dann ist das gar nicht mal so verkehrt, wenn ich da eine Begrenzung drin habe. Jetzt werde ich erstmal die Akkus hier aufknacken und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, bin ich wieder. Einmal die hier. 3,6 Volt, 3,7 Volt Akkus. Wo hatte ich die? Da. Moli Energy heißen die. 2100 mA, das passt. 3,7 Volt nominal. Charging ist okay. 3 Volt Cut-Off, passt. Das andere sind Sony-Zellen. 2100 mA, 3,7 Volt nominal, 3 Volt Cut-Off. Passt also auch. So, jetzt muss ich erstmal durchmessen, welche von denen vielleicht defekt sind. Wenn welche defekt sind, ich weiß es nicht. Oder nur unter Spannung oder zu niedrige Spannung haben. Mal
gucken, ob wir das hier mit aufs Bild kriegen. Machen wir das mal so. So. Einmal den Pack. 3,8 Volt. Den Pack. 3,8 Volt. Und den Pack 3,8 Volt. Die sind okay. So, weil ich ja vier parallel brauche, vier in Reihe, kann ich mir aus dem anderen hier drei rausschneiden und hier hinten mit dran löten. Und dann habe ich noch drei Zellen übrig, das passt nicht. Ich werde die aber mal in, Ladegerät brauche ich ja nicht. So viel Strom ziehe ich da eigentlich nicht. So, was haben wir hier? 2,4 Volt ist ein wenig. 2,6, das passt noch. 2,7 geht eigentlich. Ja, ich werde sie ins Ladegerät stecken müssen. Oder ans Ladegerät hängen müssen. Dass ich sie erstmal im grob ausbalanciert habe. Das kleine Board hier wird das auch machen. Ab 4, oder ab 3, und ein bisschen wird es anfangen zu balancen. Aber wenn die jetzt so unterschiedlich sind, 2, und zu 3,8, das würde ewig dauern. Darum manuell erstmal vorladen, ausbalancieren und dann kann ich sie zusammenbraten. Gut, dann werden wir uns nachher gleich wiedersehen. So, Hallöchen, nächsten Tag. Das hat länger gedauert, als ich wollte. Jetzt habe ich die Akkus erstmal so ganz grob auf die Spannung gebracht wie die anderen. Das sollte aber soweit passen. 3,77. 3,77. Und 3,78. Also, es passt. Es hat auch ziemlich lange gedauert, also etliche Stunden. In der Zeit habe ich noch was gedruckt, weil die sollen ja nachher hier in die Kiste rein. Und die wollte ich da nicht so einfach reinschmeißen und rumklappern lassen. Da habe ich mir was gedruckt. Und zwar sowas hier. Einmal vor unten und einmal vor oben drauf. Die kommen dann da. Das sind mit zwei Stück. Passt wunderbar hier rein. Von der Höhe her. Also von der Breite her. Ich muss bloß noch die Dinger hier abmachen. Das ist flexibles Filament. Das hier. Dann habe ich schon eine andere Sache noch gedruckt. Das ist von beiden Seiten. Und irgendjemand wird das bestimmt jetzt auffallen, das funktioniert so gar nicht. Was habe ich da jetzt gemacht? Ja, einen großen Fehler. Ich kann die zwar hier drauflegen, aber wie kriege ich die andere Seite oben drauf? Das ist blöd. Ich muss hier die Seiten wieder wegschneiden. Da habe ich ein bisschen falsch gedacht. Wo das nachher fertig war, fiel es mir dann ein. Das ist doch irgendwie verkehrt. Oder ich lasse das weg, ich weiß noch nicht. Mal gucken. Hier, was ist das aus Gummi? Das soll ein bisschen als Federung dienen. Und jetzt muss ich mal gucken. Na, hier ist noch ganz viel Gummikram. Ich habe da schon abgepult ohne Ende. Dieses Klebezeug. Und dann will ich das einbauen. Und dann ist mir noch was eingefallen. Ich habe das ja schon mal ausgetestet. Mit den Dingern, die ziehen ja Strom die ganze Zeit durch. Wenn ich die jetzt direkt anbaue, das ist schon wieder so ein Viechchen. Wenn ich die jetzt direkt anbaue, ziehen die, was habe ich gemessen, 20, 30 Milliampere dauerhaft immer weiter aus dem Akku raus. Wenn ich den Akku nicht brauche, wird der in dem Sinne leer, bis er irgendwann ganz leer ist. Das ist natürlich auch blöd.
wenn ich das jetzt hier abgepult kriege. Ich habe aber schon überlegt, weil ich habe auch den Anschlussschema. Jetzt habe ich den Deckel natürlich fertig, den werde ich nicht neu drucken. Das ist ja hier der Ladeanschluss Plus und Minus. Und hier wollte ich dann die Last abziehen. Minus ist sowieso verbunden. Minus kann ich mir von dem Punkt holen. Das ist sowieso ein Sternpunkt bei mir im Moped. Die Dinger sind auch mit Minus komplett durchverbunden. Der Minus geht von innen nach out einmal komplett durch, wird nur Plus geregelt. Und da ich, was ist hier, muss ich noch was wegmachen, ist egal. Da ich mit dem Zündschloss E-Brücke, also Stellung 1, Stellung 2, die Plusleitung von der Originalbatterie, ja, denn auf die Last verteile, kann ich das anders machen. Von dem Plus hier hinten einfach rüberbrücken über das Zündschloss, dass ich hier den Plus habe, dass ich hier einen geschalteten Plus habe, dass ich die Module dann mit dem Zündschloss in dem Sinne einschalte und die dann erst hier die Last drauf geben. Der Minus ist ein Sternpunkt, der ist sowieso auch hier von dem BMS. B-, der ist sowieso komplett durch. So wie es aussieht, ja. Da kommt ja die Last mit dran. Minus und dann da ist Last und da ist Laden. Ich kann auch anders anschließen, was mir aber nicht gefällt, weil da wäre jetzt nicht mit Ladeprotection. Hier, also da oben den Ladeanschluss. Da Batterie Minus und dann kann ich auch hier Batterie Plus anschließen. Hier außen und da auch drüber laden. Bloß dann werden die Akkus nicht überwacht über die Ladung, nur die Entladung. Auch noch nicht mal die Entladung richtig. Darum habe ich hier den in der Mitte, da wird der mit überwacht. Da kann ich dann die Last über. Also Last Plus und Last Minus, da der Minus sowieso im gesamten System vorhanden ist, ist das eigentlich so ganz gut. Dann kann ich hier nämlich einen Schalter drüber legen, beziehungsweise vom Zündschloss von da nach da. Mal hier wieder das blöde Zeug wegpulen. Naja, gut, ich melde mich gleich wieder. So, nun habe ich das so weit ab. Ist nicht so schön. Ich habe auch kein Punktschweißgerät, um das hier wieder dran zu kriegen. Muss ja so löten. Die sollen ja hier jetzt so oben drauf. Ich habe das schon das eine jetzt so weit fertig geschnitten. Passt so halbwegs. Muss nicht perfekt sein, aber dass es dann hier so irgendwie drauf liegt. So, und dann wird das nachher hier am Ende mit Kabel oder irgendwie was oder Kupferleitung oder was drüber löten, dass es verbunden ist. Da fehlen mir jetzt aber noch einmal drei Batterien. Da habe ich ja das Pack. Da werde ich dann drei von abmachen und dann hier mit drauf und auch verbinden. Das sind alles die in dem Sinne dieselben 2,1 Amperestunden. Bloß das eine ist Moly und das andere ist Sony. Das ist ja nicht so schlimm, aber von den Daten her ist es dasselbe. Und dann werde ich das zusammen fertig machen. Wie genau ich das mache, weil das mit den Kabeln muss ich ja auch noch irgendwie durch. Und den muss ich ja auch noch irgendwo nachher fest haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur das so mache, dann liegt das nachher hier oben drauf. Vielleicht drucke ich noch irgendwas dazu aus.
Weil auch die Teile müssen, ich muss ich ja hier irgendwo haben. Ich werde die Schraubanschlüsse werde ich wegnehmen, die werde ich direkt löten. Da sind Lötpads drauf, aber die Schraubterminals kann ich ja runternehmen. Zwei Stück nebeneinander, das sollte passen. Wenn ich mir mal was ausdenken, wahrscheinlich auch gedruckt. Irgendwie sehr warm werden sie nicht. Ich habe schon mal ausgetestet. Aber ich werde das jetzt soweit fertig machen. Und dann werden wir uns gleich wiedersehen, wenn ich soweit fertig bin. Dann bis gleich. So, ihr hört jetzt den 3D-Drucker noch im Hintergrund. Der fängt nachher gleich an zu drucken. Also, ich habe das jetzt hier soweit zusammen. Auch schon grob verkabelt. Am einen Ende habe ich hier diesen dicken Kupferdraht, den ich hier habe, genommen. So ein. Und damit drüber. Halt, wie gesagt, grob verdrahtet. Ich muss noch zwei Kabel tauschen. Darüber kommt noch einmal, musste ich dann auch noch mal nachschneiden. Wegschneiden geht immer, anbasteln ist immer schlecht, aber ist ja nicht so schlimm. Diese Platte kommt ja auch noch mal. Das ist die gleiche wie unten dran ist. Hier habe ich noch mal ein bisschen nachbearbeiten müssen und einen Ausschnitt, weil das kommt ja nachher in die Kiste rein. Die sitzt ja ringsrum. Ich muss ja noch was für haben, wo die Kabel nachher rauskommen. Der 3D-Drucker macht jetzt gleich noch mal dieses Teil hier in Schwarz noch mal, weil das kommt noch mal oben drauf. Das passt auch nicht ganz mit dem hier, mit dem Teil, was da drin ist. Ja, das sieht gut aus. Das kommt noch mal so ein Ding mit dem Deckel nachher drauf. Das ist auch nur ganz dünn. Das geht schön alles gut passend, saugend in die Kiste rein. Und ich habe noch was über den BMS erzählt am Anfang. Ich habe schon was ausgedruckt. Ich wollte es so anschließen, so wie es jetzt hier drauf ist. Die Kamera schafft das wieder nicht. Da unten sind die Akkus, die werden ja so angeschlossen. Da geht der Minus von dem Akkupack hier auf den einen Anschluss Minus, B Minus. Der Ladeanschluss geht dahin und der Lotanschluss würde dahin gehen. Minus, der Plus ist komplett verbunden. Nun will ich das am Moped machen. Und ich muss die Last trennen können, weil die Dinger verbrauchen Strom. Die würden mir den Akku langsam leer ziehen, bei Nichtgebrauch. Das soll nicht passieren. Darum muss ich die irgendwie abschalten können. Dann habe ich schon geguckt, es geht mit meinem Zündschloss über diese zwei Punkte hier. Da kann ich das im Deckel hier irgendwo drücken. Von da nach da, den Plus nach da, dass ich den rücke. Dann habe ich gedacht, ich könnte das auch so anschließen, aber das geht nicht. Wenn ich das so anschließe, ist das doof mit den Teilen, weil die haben den Minus komplett durchverbunden. Das heißt, wenn ich den Minus hier anschließe, dann müsste ich den Minus, den ich ja für die Blinker und für das Bremslicht haben, wieder zurück auf den Sternpunkt legen. Das wäre der Minus. Also ich würde den Minus brücken. Darum werde ich die Last, was geht bei denen auch, nicht da anschließen, sondern da anschließen. Dann habe ich immer noch meinen Minus-Sternpunkt im Moped, so wie ich ihn brauche. Ob das jetzt hinhaut mit der Protection-Geschichte, weiß ich nicht. Das werde ich dann mal gucken. Vielleicht werde ich mal die Batterien dann entladen, wenn ich mal eine Lampe ranhänge oder was, keine Ahnung. Schaue ich mal. Aber es funktioniert. Es geht mit diesem BMS-Ding, geht das. So. Es ist auch richtig gelötet, die zwei Widerstände, habe ich das Ding, müssen dahin, wo sie die hingehauen haben.
Da dürfen keine sein, da muss einer sein, der ist hier auch drauf, das passt. So. Und ich mache das ja mit den Dingern. Und warum mache ich das mit den Dingern? Weil es hatten keinen Vorteil. Und warum mache ich das mit 4S und 16,8 Volt? Das hat nämlich einen Vorteil. Ich könnte auch mit 3S arbeiten, dann hätte ich aber nicht die volle Spannung. Die volle Spannung liegt ja bei 13,2 bis 14,4 Volt beim normalen Akku. Da würde auch der Ladestrom nachher von der Simson, von dem Laderegler irgendwo abgeschalten werden. Allerdings müsste ich dann aus dem Akku ziemlich viel Strom ziehen. Für die Blinker, die brauchen 42 Watt. Und wenn ich dann noch nebenbei mit auf der Bremse bin, sind das 63 Watt, die ich aus dem Akku ziehen würde. 63 Watt bei, wenn er voll geladen ist und drei Zellen hätte. Wo ist er denn? Ich habe den doch hier gehabt. Durch 12,4 Volt. Es wären 5 Ampere, die würde ich da rausziehen. Etwas über 5 Ampere, 5,1 Ampere. Die ich dann aus dem Akku ziehen müsste. Komplett. Ein bisschen doof. Deswegen bin ich auf 4 Zellen gegangen, also 4 rein und auf 16,8 Volt. Da muss ich gar nicht so mal so viel ziehen. Da muss ich nur in Watt rechnen. Und wenn ich jetzt, wenn er vollgeladen ist, 16,8 Volt, 61 Watt durch 18,6 Volt oder 8 Volt, dann bin ich bei 3,6 Ampere, also knapp 4 Ampere. Hier muss ich nur mit Watt rechnen, das ist der Vorteil. Ich ziehe hier an den Dingern 62 Watt aus dem Akku raus. Mit einem Wirkungsgrad von etwa 92, 94%. Also circa 4 Ampere aus dem Akku raus und hätte am Ende 5 Ampere zur Verfügung. Das ist der Vorteil. Deswegen gehe ich mit der Spannung höher und mit diesen Step-Down-Reglern, Abwärtswandler. Da rechne ich in Watt und nicht in Strom. Beim Linearregler, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt 16,8 Volt und mache da so einen Festspannungsregler hin, dann würde ich hier wirklich 5, 6 Ampere aus dem Akku ziehen müssen, um am Ende den Strom und die Leistungen nachher zu kriegen. Das will ich auch nicht und hätte sehr viele Verluste, Wandlerverluste und so weiter. Das habe ich hier mit denen nicht so doll. Das ist schon ein bisschen minimiert, deswegen mache ich das so. Und ich könnte theoretisch kurzzeitig 15 bis 20 Ampere aus dem Akku rausziehen. Muss ich aber nicht. Ich habe keinen Starter in meiner Simson. Der hat keinen Elektrostarter. Da ist nur Bremslicht dran und die Blinker und die Hupe im Endeffekt nachher noch. Das ist aber nicht so schlimm. Naja. Ist nur die Hupe, Blinker und Bremslicht. Mehr ist es nicht, was da dran hängt an dem Akku. Dann sind das hier knapp 4-5 Ampere, die ich nachher maximal aus dem Akku rausziehe. Fertig, das war's. Ich hätte das Ganze auch nicht mit Akkus, sondern mit Elektrolytkondensatoren machen können. Würde auch gehen. Aber ich habe da noch vor, den Akku anderweitig zu verwenden. Und zwar meiner CB-Funke. Und da brauche ich einen Akku. Wenn ich dann unterwegs bin, brauche ich einen Akku, da gehen Kondensatoren dann nicht so. Die muss ich ja immer ständig nachladen. Und würde alles in diesem Gehäuse sein, würde alles passen. Ich habe in dem Gehäuse nachher noch genug Platz für Ersatzlampen, Ersatzsicherung, Ersatzzündkerze,
Kerzenstecker, eventuell noch kleine Maulschlüssel, Putzlappen, wie auch immer. Da ist nachher noch so viel Platz drin. Und im Endeffekt hätte ich mir das Ding nicht drucken brauchen. Ich hätte bloß 4 bis 6 Wochen warten müssen und hätte mir aus China so ein Ding kaufen können. Gibt es nämlich fertig, aber nur mit 2 Anschlüssen, plus minus. Für Lithium-Akkus sind dann, die gibt es dann für 9, für 7, 9 und 12 Ampere. Wie auch immer die sich das da nennen. Wahrscheinlich die Größe vom Akku. Variiert noch ein paar Zentimeter. Muss man mal gucken. Wenn ich dran denke, verlinke ich es mal vielleicht unten nach AliExpress. Ich habe es aber 3D gedruckt für meine Anwendung. Und es passt. Es passt einwandfrei. Ich kann nicht meckern. Naja, meckern nicht, aber kann ja so noch nicht sagen. Aber so vom Theoretischen passt es. Und da kann ich nicht meckern. Sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, die Platte drucke ich jetzt gerade nochmal wegen dem hier. Da kommt noch ein Deckel drüber. Und für die Dinger hier, da drucke ich 2 einzelne Gehäuse. Die kommen extra. Ich habe ja gesagt, ich nehme die Schraubanschlüsse ab. Ich lasse die Schraubanschlüsse drauf. Das ist einfacher. Dann kann ich die auch mal rausnehmen und mal austauschen. Wie auch immer. Muss ich mal schauen. Aber die kommen einzeln. Nur der muss ja noch irgendwo geschützt werden. Wenn das nachher soweit fertig ist, wenn ich das soweit verdrahtet habe hier dran, ne, richtig verdrahtet habe, dann werde ich den Akku auch hier drüber laden. Werde ich den Ladeanschluss anschließen. Und werde gucken, ob er sie überlädt oder nicht. Da werde ich mir die Akkuspannung nochmal genau anschauen. Aber normalerweise 4,2 plus minus 0,05 Volt steht da. Entladeschlussspannung. Was steht da? 3,6 Volt. 3,7, 3,6. Was ist das denn? Entladeschlussspannung, weiß ich nicht, ob ich das testen kann. Vielleicht habe ich eine Lampe, mit der ich den Akku ein bisschen runterziehen kann. Muss ich mal schauen. Oder ich nehme meine elektronische Last, wenn die das ab kann. Und schau doch mal, ob die auch Entladung, ob das passt. Wenn das nicht passen sollte, dann ist das Projekt erstmal gestorben. Da muss ich mir einen anderen BMS-Gedönse hier besorgen. Aber ich gehe mal davon aus, das sollte gehen. Die haben den Chip, haben die abgeschliffen. Ich weiß noch nicht mal, was das für ein Chip ist, der da drauf ist. Aber es sollte theoretisch passen. Balancen sollte das Ding, das werde ich austesten. So wie es aussieht, ist es auch drauf. Hier drunter sind lauter MOSFETs. Es sollte gehen. Er sollte eigentlich theoretisch nur gucken, ob die Spannung zu hoch wird oder zu wenig wird. Mal gucken, wir schauen mal, wenn es soweit ist. Ich warte jetzt auf den 3D-Drucker und werde das dann nachher fertig machen. Und dann schauen wir mal. Bis nachher gleich. So, nun habe ich die BMS soweit dran. Da auch angeschlossen soweit. Ich kann noch mal kurz Multimeter holen, daneben stellen. Und dann mal von Plus auf Minus messen. Das ist jetzt hier direkt Akku 15,19. Das wäre dieser Lötanschluss. 15,19. Das wäre der Ladeanschluss. 15,19. So, ich werde jetzt da schnell da mal Spannung drauf geben zum Laden und lass es mal laden. Mal gucken, ob der automatisch abschaltet oder nicht oder wie weit er die Akkus hochtreibt. Ich werde es beobachten. Ich kann ja hier die Akkus messen. Hier hinten an dem Stecker. Ich beobachte das und werde mich dann wieder melden. Aber soweit ist das schon mal fertig. Jetzt muss ich nur noch die ganzen anderen Sachen drucken.
und würde mich dann halt wieder melden. Bis nachher gleich. So, Hallöchen. Es ist jetzt ungefähr 5 Tage später und ich habe den jetzt soweit fertig. Er sieht jetzt von da so aus. Von da so, von der Seite so. Ihr seht schon zweimal unterschiedliche Farben drin, ne? Das liegt daran, weil ich beim ersten Mal, wo ich versucht habe, das mit dem BMS hier zu machen, der hoffnungslos alles irgendwie überladen hat. Der hat nicht abgeschalten, nix. Und dann habe ich mit meinem. Wo habe ich das jetzt hier wieder? Hier. Ihr habt das ja sicherlich schon in einem Video gesehen. Mit dem Ding. Dem Ding erstmal alles entladen. Bis auf 3 Volt. Und habe dann angefangen, mit dem Ding wieder zu laden. Und zwar jeden Pack einzeln auf 4,2 Volt. Das hat jetzt 5 Tage gedauert in der Zeit, wo ich angefangen habe. Also 4 Tage nur entladen und laden. Und bei rausgekommen ist, dass der hier, diese 3 Zellen, wahrscheinlich eine davon, keine Ahnung, er blieb und über 4 Stunden am Ladegerät und ging letztendlich nicht unter 200-300 Milliampere. Er wurde nicht voll. Zog immer so 200-300 Milliampere. Die anderen, wenn er geladen hat, oder wenn es geladen wurde, ging dann immer rund weiter runter. 500, 400, 300, 200, 100 Milliampere und irgendwann waren sie voll. Aber die hier blieben bei 200 Milliampere. 200-300 Milliampere. Mal ab und zu mal wieder auf 400 mA hoch. Also hier scheint irgendwie eine Zelle von denen oder alle drei irgendwas zu haben. Jetzt habe ich das soweit zusammen. Habe ich das alles wieder zusammengebraten. Jetzt auch nochmal mit Klebestreifen gesichert. Und habe auch den BMS dran. Ne? Jetzt ist der Akku voll. Der lässt keine Ladespannung rein. Ich kann anschließen, 20 Volt, passiert nichts, zieht kein Strom. Die Akkus sind voll, sie sind balanciert, alle Zellen auf 4,2 Volt. Werde ich jetzt nicht großartig nachmessen, das weiß ich, das habe ich ja alles einzeln nachgeladen. Ich habe auch nochmal mit dem hier über die Anschlüsse nochmal balanciert die ganzen Akkus. Dazu musste ich die Kabel, weil die in einer anderen Reihenfolge hier drauf stecken. Einzeln da hinten reinschieben. Das ging. Jetzt werde ich erstmal gucken, dass ich das so wie es ist in den großen Pack reinkriege. Werde da jetzt auch schon mal hier Minuskabel anschließen. Hier habe ich das Pluskabel. Und werde mich dann nachher gleich wieder melden, wenn ich soweit bin. Ach so, ihr seht schon hier, das ist in diesem Plastik drinne. Irgendwo habe ich doch da. Deckelchen habe ich auch dafür. Der kommt nämlich gleich wieder drauf. So. Ein Deckelchen drauf, fertig. Das ist einfach so drin. Für die anderen Teile. Für die hier habe ich ja auch ein Gehäuse drucken wollen. Ich habe auch was bei Thingiverse gefunden für die Teile. Aber das, was ich da gefunden habe, entspricht nicht dem, was ich hier habe. Die ich gefunden habe, die passten alle nicht, bis auf einen, der sah so aus, so von der Konfiguration. Das Einzige, was da anders war, dass die Spule hier hochkant stand. Deshalb habe ich gar nicht drauf geachtet. Und die scheint auch größer zu sein, die Platine, weil die passt da nicht rein. Jetzt muss ich mir selber ein Gehäuse zurecht basteln und dafür ausdrucken. Aber das mache ich dann später. Das mache ich off Kamera. Das mache ich nicht großartig. Ich werde jetzt nur noch das hier in den Akku reinsetzen. Mit dem Module mache ich off Kamera. Das muss ich Ihnen noch mal extra zeigen, dass ich die da ein Gehäuse habe und dass ich da einfach nur die Kabel anschließe. Und hier anschließe. Ich werde euch das noch zeigen, aber erstmal mache ich das da rein und versuche das erstmal da anzuschließen.
Und werde es dann nachher auch nochmal zeigen, videomäßig. Gut, dann sehen wir uns nachher gleich wieder. So, ich habe das Ding jetzt hier so weit. Das ist jetzt eine Schraube. Da ist eine Schraube. Da kommen nachher noch Muttern und Scheiben noch drauf. Hier ist noch nichts dran. Das kommt ja später. Wenn ich für die Dinger das fertig habe, dann baue ich die da auch noch rein. So sieht das jetzt drinnen aus. Dann kommen noch die Module dazwischen und habe ich da noch Platz drin. Und im Moment ist es so angeschraubt. Minus plus mit diesen Ringkabel schon oder wie die Dinge heißen. Und dass da auch Saft drauf ist, kann ich euch sogar beweisen. Einmal plus. Ja, jetzt fängst du an zu piepen. 16, und ein bisschen. Das ist aber normal, weil ich ja den Minus, wie erzählt, nicht über diesen Lotanschluss habe. Ich will nachher, das ist auch ganz gut so, dass ich das so mache. Wenn nachher die Ladespannung kommt von meiner Lichtmaschine, dann kriegen die auch die Ladespannung. Der Akku ist dann nur zum Puffern da. Oder als Puffer da. Wenn da mal keine Ladung stattfindet, hat es immer noch Saft. Ich gehe ja hier auf 13, und ein bisschen Volt. Und dann eben nachher hier raus. Plus minus Ausgang. Plus und plus Ausgang. Hier hinten wäre der Minus Ausgang, Sternpunkt. Und hier wäre ein geschalteter Plus dann für die Module, dass ich den Plus von hier nach darüber schalte. Und von da intern dann hier rauf, dass die abgeschalten sind, dass ich die wirklich erst drücken muss, sprich mit dem Zündschloss, dass da Saft rauskommt. Extern, wenn ich sie extern benutzen will, dann müsste ich mir hier noch zwei Kabel mit so Stecker oder irgendwas dran machen. Das ist ja nicht so schlimm, das könnte ich ja machen. Das wäre jetzt das im Großen und Ganzen. Ich will das wieder nicht zu lange machen. Also das mache ich jetzt noch, da noch irgendwie, sag schnell, ein Gehäuse für. Muss ich mal gucken, wie ich das hingebastelt kriege. Das kommt da rein, dann nur noch die Anschlüsse hier machen und dann bin ich damit durch. Darum, das mache ich jetzt nicht mal weiter auf Kamera. Der ist jetzt soweit fertig. Ich könnte den jetzt schon so, wie er ist, benutzen, nur das würden die Lampen nicht aushalten auf Dauer mit 16 Volt. So, und dann danke fürs Zugucken. Ich hoffe, dass mir das Ding hier jetzt lange Zeit Freude macht und ich damit viel anfangen kann und nicht immer Batterien kaufen muss, weil die sind ja stabiler, auch was längere Standzeit angeht, werden die ja nicht so wirklich leer. Und dann ist eben halt dieser BMS da drin, wie gesagt, ohne dem würde ich sowas nie im Leben machen mit Lithium-Akkus. Immer irgendeine Schutzbeschaltung drin. Ich habe jetzt die genommen, wie gesagt, ich versuche das alles unten im Video zu verlinken. Das habe ich über Amazon gekauft, beziehungsweise ich gebe euch den noch Links zu einer anderen Shopseite. Die meisten kennen das wahrscheinlich, AZ Delivery. Da könnt ihr das auch kaufen. Wenn ihr das direkt darüber kauft, gebt ihr Amazon nicht noch extra irgendwelche Provisionen, die sie da auch noch abkriegen, da von dem. Und dann danke fürs Zugucken. Bis zu irgendeinem anderen Video mal wieder. Okay, tschüssi.